So, guten Morgen miteinander. Ich hoffe, dass heute jetzt die Verbindung besser ist als gestern. Gestern hatte ich mein Monitor wirklich Spikes alle 1, 2 Sekunden von über 1,5 Megabit. Die scheinen jetzt nicht da zu sein. Also ich hoffe, jeder versteht mich jetzt heute klar und deutlich. Zudem habe ich den Procaster geupdatet. Und ich hoffe, dass das Bild klar und deutlich eben jetzt zu sehen ist. Da wurden nämlich auch ein paar Einstellungen, habe ich geändert. So, dann kommen wir kurz zu der DAX-Liste, was heute passiert ist. Die Deutsche Bank, deutlich im Minus. Die Lufthansa ebenso. Und eine Infineon mit der Deutschen Post. Auf der Gewinnerseite steht jetzt nur die Fresenius Medical Care. Und siehe da, die Bayer ist ein bisschen erstärkt. Und hat sich von den Tiefständen eben auch schon die letzten Wochen erholt und ist nicht deutlich mit der Gewinnwarnung von BASF gesunken. Also die dürften, ja, vielleicht gibt es dann doch keine negativen Nachrichten, also auch dann keine Gewinnwarnung. Aber wieso die damals eben so schlecht gelaufen ist, wird sich noch zeigen, ob da doch noch eine Nachricht rauskommt. So, dann kommen wir zum DAX. Ich habe es ja gestern in dem Nachtvideo versucht zu erklären, oder beziehungsweise wo der Kurs nachbörslich stand. Da stand er eben genau an der Gap-Kante und die Möglichkeit wäre da gewesen, wenn die Futures stark genug gewesen wären, dann hätte es hier noch eine schöne Aufwärtsbewegung, hätte noch eine schöne Aufwärtsbewegung stattfinden können. Die kam nicht. Die US-Futures und der Nikkei standen stark unter Verkaufsdruck. Und da gab es auf Xetra dann nicht einmal einen kompletten Gap Close bei 10.915. So, hier, was kann jetzt eben mit dem DAX heute noch passieren? Jemand hat im Chat gefragt, er ist long oder er handelt die Stunde und ist jetzt long gegangen. Also dann schauen wir halt mal in den 1-Stunden-Chart, wo der DAX aktuell steht. Er steht noch über dem Rainbow, über dem EMA 10 und ist jetzt hier leicht abgeprallt. Also wer in der Stunde und dann noch in 5 Minuten dann eingestiegen ist, ist sicherlich ein Trade wert. Für mich ist es aber eindeutig, wenn man eben auch gleich den Blick auf die US-Indizes sieht, ist eigentlich deutliches Abwärtspotenzial vorhanden. Also sobald eben der DAX jetzt in einen Schlusskurs im Stundenchart unter dem EMA 10 hat, sollte es eigentlich deutlich weiter nach unten fallen. Im Nasdaq, hier ist der Nasdaq, hier ist ja wirklich exakt dann dieses Ziel, was ich am Wochenende so als Special gekennzeichnet habe. Mit plus minus einem Punkt genau herangelaufen. Aktuell, wenn man jetzt die Indikation nimmt, stehen wir eben hier im 4-Stunden-Chart an der Rainbow-Oberkante. Und hier ist er jetzt eben schon in den EMA 38 bei der Indikation, was ja in etwa die Future-Stände repräsentieren. Eingedrungen. Also hier wäre Abwärtspotenzial, sollte, wenn dieser EMA 38 auf Stundenbasis bricht, wären die nächsten Anlaufpunkte bei 4.630 zu suchen etwa, das wäre die Wolkenunterkante, oder bei 4.615 die nächsten. Im Dow Jones Index, wäre für mich noch ein prädestiniertes Ziel gewesen, hier bei der 17.930. Aber er ist jedoch eben an der Abwärtstrendlinie bislang eben herangelaufen und hier eben jetzt auch deutlich mit den US-Future-Ständen deutlich nach unten abgeprallt. Aktuell liegen wir rund 80 Punkte im Minus.
Hier muss man jetzt natürlich auch aufpassen, wieder so eine Abwärtstrendlinie, wo er erstmal rangelaufen ist und jetzt eben bislang abgeprallt ist, dass dann nicht sowas passiert wie im S&P-Index. Hier gab es eben auch zwei schöne negative bärische Kerzen direkt am Abwärtstrend und lief dann übernächsten Tag dann komplett durch und es folgte eine weitere Rallye. Also hier wurde auch ein bisschen gefaked und auf solche Sachen muss man auf jeden Fall eben auch achten und nicht eben dann eben direkt nicht eben wollen, dass er eben weiter fällt, wenn der Markt es vorgibt, dass er sich bei bestimmten Unterstützungen eine Trendwende ergibt, dann sollte man eben auch darauf achten und nicht stur auf seine Analyse weiter pochen. Aber bislang ist hier mit einer dreiwelligen Abwärtsbewegung, die jetzt möglicherweise ein bisschen weiter unten begonnen hat, eben zu rechnen. Hier wäre zunächst eben auch das eine Ziel von 17.290 in meinen Augen prädestiniert. Ob jetzt das in einem Rutsch erreicht wird oder auch hier schon eine dreiwellige Bewegung stattfindet, sei mal dahingestellt. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich melde mich ja, nach Börseneröffnung bzw. gegen 17 Uhr nochmal wieder. Bis dahin, allen gute Trades.